Und weiter geht's, liebe Freunde und Damen, herzlich willkommen zurück hier im Waldschrein bei Zelda Twilight Princess. Genau, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite wieder. Rauf geht's die Ranken, denn wir betreten mit dem Affen, der unglaublich gerne mit uns spielen möchte, so mit einer wortwörtlich, oder scheinbar mit uns spielen möchte, den ersten Dungeon. Da sind wir natürlich schon gespannt. Genau. Also rein technisch sind wir schon im Dungeon, aber ich meine, die Eingangshalle war jetzt irgendwie so ein bisschen unspektakulär, um ehrlich zu sein. Und jetzt geht's halt so richtig los, wa? Ja, dann gehen wir da weg. Damit das ist auch irgendwie so ein Klassiker, generell bei den Waldtempeln, ne? Dass es immer so eine riesen Vorhalle gibt. Also sonst gibt es ja immer so einen Hauptraum, zum Beispiel bei OT. Beim Waldtempel gibt es immer eine Vorhalle. Immer. Ja, wobei ich glaube, das ist ja inzwischen mehr fast bei allen Tempeln auch so üblich, dass du dann irgendwie so einen Vorraum hast, wo nicht wirklich viel passiert, aber dann gibt es das schon mal. So, was haben wir hier? Was bist du denn? Au. Ach, das sind Guck mal. Oh, vor allem. Ha, witzig. Das sollte man sich bestimmt mal merken. Zack. Mach mal wieder den Fangstoß gegen die Deku-Babas. Ja. In den Kopf rein. Ja, genau. Einfach so durchstecken. Wo guckt der denn? Wow, bist du denn? Fangstoß, zack, erstmal in your face. Okay, wo kommst du jetzt her? Das war jetzt ein bisschen spooky. Davor leise ich nachts, und heimlich angeschlichen hier. Davor habe ich nachts auch immer Angst, dass dann plötzlich so eine fette Spinne. Ja, ich musste dann heute im Büro beim Indienst schon ein bisschen grinsen, weil kurz vor Feierabend kam einer unserer IT-Leute an und meinte so, oh, guck mal, wir haben übrigens noch einen neuen Mitarbeiter, der hat dann auf seinem Rucksack so eine Spinne ungefähr in der Größe. Und ich meine so, oder alle nur so, boah, guck mal, ey, was ein Riesenvieh. Also wir reden jetzt nur für die, die es jetzt nicht gesehen haben. So von ungefähr, weiß nicht, 3-4 Zentimeter Durchmesser, inklusive Beine. Da dachte ich mir dann so, ja. Ja. Manche nur so ganz trocken, ich sage, so was schlüpft in Australien aus dem Ei. Das stimmt. Ja, Australien. Zum Glück. Ja. So, warte mal, aber ich glaube, ich habe gerade. Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein. Da oben hängt der Boss-Schlüssel, oder? Nee, ich habe nur gerade beim Hochfahren des Mopeds gesehen, dass die Wand so aussah, als ob man die hätte zerbomben können. Ja, du siehst da, das sieht so ein bisschen aus. So, und da ist ja dieses Vieh, das halt auch explodiert. So, jetzt überlege ich nur gerade, wie kriege ich denn jetzt das Moped wieder runter, damit ich das explodieren lassen kann, dass wir da hinkommen. Das geht nämlich aber nicht. Zumindest würde mir jetzt nicht einfallen, wie. Point of no return. Ich hoffe nicht. Wäre ein bisschen ärgerlich, wa? Aber gut, gucken wir mal. Hier ist erstmal eine Truhe. Zack. Zack, Dungeon Item. Ja, genau. Nee, Karte. Triforce, zack. Triforce der Kraft. Läuft bei uns. So, Karte gefunden. So, ja, dann. Ich finde auch geil, wie er die Türen öffnet. Das ist so wahrscheinlich eine Tonne schwerer Stein, den er einfach so ohne irgendeinen Griff einfach zur Seite drehen kann. Ach, guck mal. Noch eine Wind Waker-Mechanik. Nur ohne Dekublatt heute. Was, Wind Waker-Mechanik? Was? Ja, da oben, diese Drehdinger. Ach so, ja. Ach, ja. Die sind auch so geil, ey. Ja. Danke, Affe. Ja, genau. So sieht's nämlich aus. Hat er sich nochmal gerettet, wa? Schade, ich dachte, wir wären los. So leicht, glaube ich nicht. Ja, toll. Jetzt wieder Umweg. Aber, was ist denn das? Haben die etwa Streit? Mann, jetzt können wir hier nicht weiter. Gehen wir einfach zurück. Ich glaube sowieso, der kleine Affe will uns führen. Sollten wir ihm nicht einfach folgen? Ich weiß nicht. Ihm einfach folgen könnte leichter gesagt als getan sein. Mal sehen. Ich finde auch geil, dass wir die mit gigantischer Manneskraft aus dem Weg räumen müssen und die dann selbst wieder zurückrollen. Ja, klar. So, wie geht das hier? Das ist ja witzig, aber.
Wie gesagt, das ist zwar ganz witzig, aber bringt mich bei der Truhe leider nicht weiter. Ja, da oben ist halt der Boss-Key, ne? Ach, boah, und wehe. Der Rubin wäre jetzt in der Cutscene verschwunden, da hätte ich mich ausgerastet. So. Ach, geil. Woo! Woo! Geil. Klasse. Klasse, Äffchen. Klasse. So. Bin stolz auf dich. Da geht's, glaube ich, aber da passiert nichts. Okay, das ist auch witzig. Guti, dann Juti, wa? Dann gehen wir mal hier weiter, wa? Gucken wir mal. Ich äußere mal die vage Theorie, das Dungeon-Item ist ein Bumerang. Meinst du? Ich bin mir nicht sicher, aber. Ich bin mir da auch nicht, noch nicht so sicher. Ich werde jetzt an Rayla haben. Ich war mal jetzt an Rayla. So, mal sehen, was hier passiert. Ups. Günstig getroffen, würde ich sagen. Passt ja auch ganz gut hier, ne? Sieht so ein bisschen vom Kopf aus wie so ein Tentacher mit Beine. Hä? What the fuck? Endlich draußen! Was ist denn? Das hat ein gerupftes Huhn. Aha. Bin nur ein wenig in die Breite Vieh gegangen und dann irgendwie nicht mehr da rausgekommen. Dieses Vieh ist so awkward, ey. Du hast mir wirklich sehr geholfen, vielen Dank. Also weißt du, ich suche hier etwas. Hast du hier auch etwas zu tun? Dann können wir uns ja eine Weile zusammentun. Alter, wen sollen wir denn doch alles mitschleppen? Wir haben schon einen halben Zoo im Schwein. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir wirklich einen Zoo bei uns. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich kann hier ziemlich nützlich sein. Hm, klar. Wenn du hier raus willst, kann ich dich ganz einfach warpen. Klar, wer kann nicht warpen? Das ist ja... Ja, wir nicht. Ne? Denk also nicht, ich wäre nur eine Belastung, sondern betrachte mich als Freundin. Sollen da Brüste sein da oben, oder? Lieber nicht. Ich betrachte also meine Freundin... Also auch Äußerliches und so, ja, nee, also nicht so wichtig, aber so ein bisschen. Also ganz ehrlich. Du hast die Tante getroffen. Wer sich dieses Vieh ausgedacht hat, ne, der muss ganz schlechten Shit geraucht haben. Mit ihrer Hilfe kannst du das Dungeon verlassen und zum Ursprungsort zurückkehren. Guck dir dieses Vieh mal bitte an. Alter, ist das eklig. Ganz ehrlich, wenn man darüber nachdenkt, ist das schon ziemlich crazy. Vor allem die Augen auch. Wenn sie jetzt keine Nase hätte, ich gesagt Voldemort, aber. Aber sie hat hier eine Nase, von daher. Ruf mit Hilfe von minus den Itembildschirm auf und lege sie auf B oder eine der Tasten. Du rufst sie dann mit Hilfe von B oder der dementsprechenden Falltaste auf. Also. So, there we are, back again. Zack. Achso, hier sind noch. Schub. So, jetzt weiß ich nicht, müsste man das noch? Ne, müsste man nicht. Zack, Mist, so. Ja. Ist auch schön, dass wenn wir gegen das Netz... Ja, oder ja, ich dachte, Tonk! Harte Wand. So. Da haben wir nochmal wieder. Zack. Einfach dieser Standardfehler der KI bei Zelda. Vorrennen und große Klappe haben, ne? Bis Gegner kommen. Ich raff es einfach nicht. Immer so ist. Aber ist ja nicht im echten Leben auch so. Ja. Entschuldigung. Was ist denn? Wir können hier ja auch rüber. Ach, ich weiß es nicht. Wir folgen erstmal dem Affen. Das ist vielleicht am einfachsten. Ist ja auch so ein häufiges Phänomen im echten Leben. Dem Affen folgen? Ja, das ist allerdings richtig. Ich bin jetzt ins Wasser gefallen und dadurch gestorben. Geil. So. Ja. Jetzt demnächst noch einen kleinen Cameo-Auftritt bei dem nächsten Super Mario wahrscheinlich. Da hast du dann gelernt, übers Wasser zu laufen. So, ich habe keine Ahnung, ich gehe jetzt mal hierher. Ich habe jetzt keinen Bock hier gerade dem Affen die ganze Zeit zu folgen. Ha! Neat. Ach, neat. Schau noch. Schau. So, mal sehen. Zack! Oh, ah, guck mal. Shit. Ah, shit. So, gucken wir mal hier. Voll vergessen zu stillen. Passiert. Lalalala, ein kleiner Schlüssel. Eröffnet Türen. Allerdings nur hier. Allerdings nur hier, ist aber auch eine schöne Einschränkung. Zack. Ja, so. Ich schätze mal grob und mach mal 10. Mach mal. So, gut, hier geht's noch nicht weiter, aber wir haben einen kleinen Schlüssel. Das ist ja schon mal viel wert. Tonk, ouch. Tunk. Kartonk. Kartonk.
die Bronknons. Schau ich. Ja. Und da sind wir wieder. Hallo Äffchen. So, wir haben einen Schlüssel. Das heißt, wir kommen da drüben auf jeden Fall auch schon mal weiter. Das ist doch schon mal viel wert. Weil hier werden wir nämlich nicht weitergekommen. Das einzige Problem ist, dass wir immer noch unser Holzschild haben. Das ist leider in der Tat. Wir wissen ja, ein brennendes Holzschild und Edal Zelda können nicht koexistieren. Ja, genau. Ach ja, auch ein Klassiker. So wie das Deku-Schwert bei MMM. Der Speedrun war auch ziemlich episch. Wobei ich habe heute den Speedrun von SGDQ von einfach nur von Legend of Zelda geguckt, also den ersten Teil. Und der ist einfach mal gefailt. Tatsächlich. Wie gefailt? Ja, die haben zweimal gar noch nicht platt gekriegt. Und dann war Feierabend. Bitter. In der Tat, aber andererseits, naja, ist halt auch ziemlich schwer von daher. Weil einfach aufgrund der Gegebenheiten eher, weil sie sich nicht so. Ja, weil du einfach, also ist halt, also gut, ich muss vielleicht noch dazu sagen, also es war halt ein Swordless Run. Die brauchen aber das Schwert, weil du kannst Ganon nicht ohne Schwert platt machen. Ja. Deshalb spielen die praktisch alles, holen das Schwert erst ganz, ganz spät und setzen das Schwert dann auch wirklich nur gegen Ganon ein. So, aber dazu gehört dann auch, dass sie das Schwert nicht aufwerten. Das heißt, die rennen mit dem ersten Schwert, mit diesem Holzschwert rum. Und da sagte der Typ, dass du 16 Schläge gegen Ganon bräuchtest, um den platt zu machen. Und, statt irgendwie 3, ja. 4 oder? Ja, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich deutlich weniger. 4 oder so wahrscheinlich oder 8 maximal. Und dazu kommt auch noch, dass Ganon ja einfach mal 4 Schaden macht, wenn du ihn berührst. 4 Schaden, weil ich glaube, die hatten 13 Leben oder so. Ist natürlich, kannst du ausrechnen, wie viel Damage du einstecken kannst, bis du dann weißt. So. Ja, geil. Voll den Kopf eingehauen. Kopf durch die Wand. Muss man ein bisschen zunehmen, Mann. Ach so, das müssen wir jetzt wahrscheinlich machen, ne? So. Sehr geil. Damn. Ja, gut, dass wir gerade noch da standen. Ah, guck mal, das sind die Bob-Blins. Ja, 2 Stück, das ist ja schon eine echte Herausforderung. Ach, guck mal, die haben überlebt. War Absicht. Die haben überlebt. Aber nur der eine hat überlebt und der andere ist jetzt auch tot. Einfach dieses geile, du steckst noch mit dem Schwert im Kopf des anderen. Siehst den zweiten auf dich zukommen, ziehst ihn aus, zack, in den Schädel. Ja, selbstverständlich. So ist das doch im echten Leben. Machst du das nicht immer so? Ja, ich habe mir meinen Schwertkampf ja eher bei Zorro abgeguckt. Also. Also bei dem von One Piece. Ja, ja, mit 3 Schädel. Ach ja, jetzt haben wir ja 2 von den Vögeln, ne? Jetzt funktioniert das ja hier so. Zack, zack. Easy peasy. Allerdings. Aber schon, irgendwo muss man ja mal anmerken, eine interessant gedachte Spieldynamik oder Spielmechanik natürlich. So, was haben wir denn hier? Ja, nicht so wie mit Trapo, ne? Ich muss das hier tragen, passt auf mich auf! Oh ja, bitte. Trapo zum Maul kriegen. Traboski, würde ich sagen. Indeed, aber irgendwie kommen wir hier noch nicht weiter gerade. Ach, guck mal, hier wäre... Ja, guck mal, okay. Rätsel schon gelöst, aber wir haben noch nicht das nötige Item. So, und irgendwie... Ja gut. Keine Ahnung. Läuft. Vom Zaun abgerutscht. Spielmechanik in die 2 Liste. So, jetzt weiß ich gar nicht. Da hinten kamen wir nicht weiter. Warum nochmal? Weil wir nicht das. Ja, wir gehen nochmal zurück. Also, wir gucken. Weil jetzt ja die Fragen, wo wir weiter müssen. Der Tempel scheint ja doch ein bisschen größer auch echt zu sein. Wenn man sich so die Karte so anguckt. Ja, danke, das wäre jetzt auch irgendwie nicht nötig gewesen. So. Kommen wir denn jetzt hierher? Jawohl. Nice. Schub. Schub. Aha. So. Zack. Ist hier noch irgendwas? Nein, auch nicht. Immer wieder langweilig. Ist nur Deko. Deko allerdings, Deko eh voll. So, mal gucken, was war denn hier? Was tut denn da vorne? Ein Giflor? Yeah. Ja, allerdings, Wow! Ach ja, das sind diese Viecher hier. Die einfach noch weiterleben, auch wenn du die abgeschlagen hast. Die sind ein bisschen geil.
Und eine blaue Zunge haben. Zack. Oh, das war jetzt Doppel-K.O. Recall. Ja. War so ein klassischer Bodycheck. So, sollte ein Bodyslam werden, war aber eher ein Bodycheck. So, bist du jetzt hier? Hast du mir irgendwas dazu? Nein. Zeig dir so freundlich den Weg. Der wollte nur, dass du seine Freunde rettest. Na gut, wir müssen ihm wohl irgendwie helfen. Kann man wohl nichts machen. Ja, in der Tat. Das sieht echt so ein bisschen wie so eine Mischung aus Giflor und so einer Mini-Version von Barinade aus, ne? Dem klassischen Pflanzenboss aus Wind Waker. Würde man sagen. Okay, tsch, anzünden. Ja. Was denn? Was hätte ich machen sollen? Das nicht anfackeln. Währenddessen in anderen News. Ja, genau. Das Waldbrandfeuer breitet sich immer weiter aus. Okay, upsa. Oder es hat auch so ein bisschen was, sag ich mal, von einer großen Variante des Elevator-Systems von Wind Waker, ne? Ja, genau. Und lol, rotz witzig. Aus. Oh. Witzig. War doch nicht freundlich. Okay. Ach, guck mal, okay, warte mal, dann habe ich aber jetzt eine Idee. Okay, geil, du kommst hier gerade nicht weiter. So. Mist. Ja, toll, danke dafür, ey. Das wäre ja andersrum gehen sollen, ne? Das wäre wie sinniger. Ja, ich weiß es nicht. Werden wir jetzt rauskriegen. Ja. Boom. Komm. Und Schluck auf. Ups. Puff. Schub. So, jetzt haben wir da schon mal. Gefällt. Ernsthaft, Link, ey. Oh, ey. Manchmal, ne? Manchmal. Aber nur manchmal haben so. Links ein bisschen Haue gehen. Ja, das schafft man nicht, ne? Dann noch gegen den Zaun. Schafft man das damit da runter und dann. Warte mal, wir könnten das vier. Komm mal, hinter uns her, da krabbelt ja. Genau, komm mal, ein bisschen mitgekrabbelt. Nee, komm mal noch ein bisschen mitgekrabbelt. Ja. Ne, mach mal. So, mal sehen. Nein, leider nicht. Das schafft man wohl nicht. Hält der Zeit und so, ne? Ja. Die sagt da nichts zu. Ne, lieber nicht. Meine Güte, vor allem gibt es hier so viele Wege. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Ich bin eigentlich immer nur so ein sehr lineares Zelda gewohnt. Nee, hier ist Streamline, so straightforward. Wo ist das hier, hallo? Echt mal, so viele Abzweigungen, das bin ich nicht gewohnt. Ach, guck mal, das kann man wahrscheinlich auch zerbomben, ne? Was ist das denn hier auf jeden Fall? Achso. Ach, witzig. Geil! Ist das hier Tontauben nerven dann? Ja. Ja. Upp. Boah. Manchmal, ne? So. Manchmal, Link. Boah, ey. Das Problem ist, das ist glaube ich noch von Skyward Sword so krass drin, dass ich dann versuche zu werfen. Ey, gleich sterben wir, weil ich zu blöd bin, diese verkackte Kackscheiße richtig zu werfen, ey. Ey, das kann doch nicht sein! Ach komm, screw this, ey. Ich hol mal eben Leben hier. Geht ja nicht. Ah, herrlich. Ja, ich weiß, dass du im Arsch bist. Komm, stell ihn nicht so an. Komm, hier wird's doch wohl noch ein Herz geben irgendwo, oder? Kann wohl nicht dran ernst sein. Nuzlocke Challenge. Ey. Es ist immer das Gleiche. So, da sind wir auch wieder. Pünktlich zum Ende der Folge. Genau. Diesmal mit vollen Batterien, also für die nächsten Folgen könnt ihr erwarten, wird das nicht öfter vorkommen. Deswegen sagen wir schon wieder, ja, Dungeon-Item noch nicht gefunden. Nein, leider noch nicht. Und ich glaube, wir werden jetzt gleich in der nächsten Folge auch erstmal versuchen, noch ein, zwei Leben aufzutreiben, damit wir weitermachen können. Und dann scheinen sich die Dungeon hier so hinzuziehen, dass wir sogar drei Folgen pro Dungeon schaffen. Aber ist nicht schlimm, ist ja auch besser so. Genau, ne? Mehr Unterhaltung. Nicht mehr so streamlined wie gewöhnt. Das ist ja positiv anzumerken. Deswegen schon wieder Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bleibt dran, denn es bleibt spannend im Waldschrein. Genau. Und,
Dann wir sehen wir uns in der nächsten Folge. Beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dahin. Ciao.